Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS19 hier aus Siegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist das Chaos. Hallo. So, ich wurde gerade höflich darauf hingewiesen, dass ich doch bitte den Motor anmache von dem Fahrzeug. Mit einem schönen Blinktext. Ja. So schön mittig auf dem Display. Den die Sekretärin ausgesucht hat. Wahrscheinlich. Game Designer war noch nicht dabei. Macht aber nichts. Wir müssen ein paar Ballen noch wickeln. Wickeln. Ja, wickeln ist eigentlich auch das Thema bei meinem Kumpel jetzt, ne? Hat ja nur ein Kleinkind. Da wird auch viel gewickelt. Ja. So ein Kind muss ja auch ordentlich eingewickelt sein, damit es immer warm bleibt. Oder, nee, warte. Da war was falsch jetzt. Aber bleibt. Ach ja, irgend sowas war da. Egal. Ja. Ich bin ja mal gespannt. Wie er sich so schlägt, oder wie? Ja, was der Kleine so alles macht. Ne, den kann ich ja dann bestimmt früher oder später ordentlich Blitzen beibringen. Die Mutter wird mich jetzt schon nicht mehr mögen. Aber, Demokratie. Ja. Demokratie also in der Familie. Ja, nicht nur das. Ich kann Kindern sehr schnell sehr viel Blödsinn beibringen. Also das ist, ich zeige denen dann, wie man zum Beispiel Schränke ausräumt und ähnliches. Das ist eine meiner leichtesten Übungen. Kann Erwachsenen auch sehr viel, sehr schnell Blödsinn beibringen. Ja, das geht auch, aber bei Kleinkindern ist es immer schöner. Und vor allen Dingen, man kann so richtig, richtig lustige Geschenke machen. Also wenn du Menschen nicht magst und die ein Kleinkind haben, ne, dann schenk denen irgendein Spielzeug, was Krach macht. Ein Schlagzeug oder so. Okay. Oder irgend so ein Lerncomputer, der eine ganz hässliche Melodie abspielt, wenn eine richtige Aufgabe... Weißt du, Aufgabe was ich machen würde? Wird das Ding aufschrauben und einen Widerstand vorm Lautsprecher einlöten. Ja, beim Schlagzeug wird schwer, hä? Achso, ein physisches Schlagzeug. Ja, natürlich. So richtig schön was, womit die kann man auch dämpfen. Ja, kann man, aber... Das macht dir denn dem Kind keinen Spaß mehr und du willst ja dem Kind den Spaß nicht verderben. Hatte ich jetzt eigentlich so in... Nein, ich löte den Lautsprecher aus und löte eine Kopfhörerbuchse rein. Ah ja. Ja, also solche Sachen kann man da alles machen. Also das geht wunderbar. Also wenn man Eltern ärgern will, macht genau dieses. Ich weiß gar nicht, ob uns Familienväter zugucken. Oder auch Mütter. Aber das ist eher unwahrscheinlich bei einer Frauenquote von knapp 10%, die wir haben auf dem Kanal. Naja, 10% ist hoch im Vergleich zu anderen Kanälen, also Gaming-Kanälen. Ja, nee, ja, aber also das schwankt auch sehr stark, muss ich sagen. Also ich habe manche Monate habe ich 20, manche habe ich 0, also keine Ahnung, vielleicht gibt da auch die Erhebung nicht unbedingt die zuverlässigsten Daten. Ja, kann halt ja alles nur möglich die sein. Eingeloggt sind und mit ihrem Account schauen. Ja. So. Ich glaube, bei meinem Account ist auch keine Geschlechtsangabe dabei. Mich? Nein, habe ich ausgemacht. Du bist also divers. Nein. So, es gibt. Man kann auswählen, dass man es nicht sagen will, glaube ich. Achso. Aber konnte man mal auswählen? Jo, keine Ahnung, du. Mir ist das völlig Wumpe. Ich meine, vom Nutzungsverhalten werden sie mich eher auf männlich stufen können. Naja. Warum nicht? Mein kleiner zärtlicher Chaot. Hatte ich die Ablenkung so schon mal genannt? Nein. Das muss ich hier beibringen. Treibst du da? Ja, ich sammle auf. Ach so. Das sieht irgendwie merkwürdig aus, was du da machst. Aber okay. So, dann kann ich ja schon mit dem Pferd reiten, ne? Ja. Dann mache ich das mal glatt. Mit die Pferde nämlich heute auch noch geritten. Du könntest doch schauen, wie viel so eine Sternmauer jetzt kostet. Ja, muss ich? Soll ich? Ja, schau einfach nur, wie viel sie kostet. Okay, ich gucke mal, was eine Sternmauer kostet. Baby Paula, da ist der Shop. Wo taucht die auf? Unter Diverses nehme ich an, oder Dekoration? Ja, eins von beiden. Dekoration.
Oh ja, die Holztore gehen bei 200 Dollar los. 300 Dollar, dann gibt es so Wooden Fans für 100 Dollar. Eine Short, Stonewall Short gibt es für 100, Medium für 200 und Long für 300. Dann gibt es eine 60 Grad Kurve, eine 90 Grad Kurve. Ja, wir brauchen eh nur gerade. Ja, so für 200. Wie lang ist denn so eine? Die lange ist schon ziemlich lang. Oh ja, doch, das ist schon sehr, sehr lang. Aber bevor wir das machen, müssten wir wahrscheinlich dort die Maschinen wegfahren. Wie dreht man denn das Objekt? Ah, Pfeiltasten, ne? Glaube ich. Also theoretisch brauchst du da von den langen eine und eine mittlere, glaube ich. So wie das aussieht. Aber man könnte Richtung Strand dann auch ein Tor platzieren. Wo ist Richtung Strand? Ja, wir haben ja da so einen kleinen Strandabgang theoretisch. Aber der ist halt befahrbar. Naja, ja, aber auch nicht bis nach unten runter. Da brauchen wir kein Tor, da machen wir eine Mauer hin. Kommen wir aus dem Osten, da kommen wir Mauern da hin. So. Ja, naja, ich lass dich das lieber setzen, du brauchst da mehr Ruhe bei. Ich habe das bloß schon mal Mist, wieder die falsche Taste gedrückt. Das Schöne ist, Terraformt nicht. Praktisch. Finde ich sehr angenehm. Ja, die steht einfach dann wahrscheinlich nur drin in der Erde. Ja, ja, genau. So, Whisper ist leer, Rook und Harley haben wir noch. Harley ist quasi der hellbraune mit dem schwarzen Haaren, hier. Stell dir vor, du hättest so eine lange Mauer und dann Terraform die automatisch. Ja, kannst du dann auch die Gegend planieren. Wird bloß ganz schön teuer dann. Weil das Terraforming ist, glaube ich, gar nicht mal so billig, wenn du das übers Gebäude machst. Aber gut. Naja. Ja, wir weil das Gebäude halt... Ich habe schon lange nicht mehr über die Hügel und die ungeraden Geschichten geraged, ne? Also das muss man ja schon mal sagen. Ja, ich meine, wir haben es ja ziemlich gerade gemacht. Ja. So gut es ging. Ich meine, da bei den Stellen ist es noch immer sehr... Nicht so toll? Ja. Läuft jetzt ganz gut, ja. Ach ja. Das Schlimme ist, ich muss in der nächsten Woche eigentlich auch schon wieder Überstunden machen, was Videos angeht, weil ich die Woche da drauf nicht zu Hause bin. Also nicht hier bin. Wenn ich ja wieder mal bei meinen Ellies. Ah. Ja. Spezieller Anlass, oder? Ja, Geburtstag. Erzeugerfraktion männlich. Ah. Ja. Ja, ich wusste, dass es nicht deiner ist. Was? Ich wusste, dass es nicht deiner ist. Was meiner? Dein Geburtstag. Ach so. Nee, mein Geburtstag ist ungefähr ein halbes Jahr her. Ja. Ja. Oder ziemlich... Warte mal, was haben wir für ein Datum? Also Aufnahmetag ist 12. Lauftag müsste der 18. sein. Naja, am 18. sind es nur fast wieder 7 Monate her. Halbzeit erreicht. Halbzeit hatte ich im August, ja. Im August war ich 38,5. Noch anderthalb Jahre und ich bin 40. Die Ballenpressmaschine ist schon ordentlich dreckig. Ja, die kannst du ja putzen, nicht? Ja, wir haben ja jetzt einen Kercher. Genau. Wir haben ja ein bisschen Luxus auf dem Hof mittlerweile. Jetzt fehlt nur noch die Kettensäge. Ja, es geht nicht. Aber wir haben keine Bäume auf dem Hof, also brauchen wir keine Kettensäge. Haben wir. Ja, aber die sind ja nicht zum Verkauf gedacht. Die sind ja krumm wie... Nein, die sind ziemlich gerade. Echt? Ist das Nadelbäume? Ja. So. Ja, aber ich glaube, die Technik zu leihen, um die Bäume denn zu verfahren... Ja, das Abtransportieren. Du müsstest sie so fällen, dass sie gleich auf den Dings drauf fallen, auf Anhänger und du sie festzurren kannst. Oh Gott, schwierig. Oder kann man sie so klein schneiden, dass man es mit der... Ja, aber dann bringen sie kein Geld mehr. Also der Baum bringt Geld, umso länger das Stück am, also umso länger das Baumstück ist, quasi, bringt es dann halt besser Geld.
Also wenn du nur MeterInnen dahin bringst, du kannst ja auch den Baum in MeterInnen zerschneiden und kannst sie alle auf den Hänger schmeißen und kannst den abliefern, das geht. Ja, das... Du kriegst auch Geld für, aber nicht so nicht viel. Nicht so viel. Ja, weil also die Bäume werden die 1000 für die Kettensäge sicherlich reinbringen, aber ich weiß nicht, ob du dann das unbedingt machen willst. Nein, ich meine, gerade sind sie ja nicht wirklich bei uns. Ja, aber wenn du im Winter ein bisschen was brauchst, wo du dich dran auslassen kannst, ne? Mhm. 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 Dann kannst du ja die Baumpflanzmaschine kaufen und kannst ja einen Baum pflanzen. Die Eltern von einem Schulkollegen haben mal Geburtstag gefeiert, wie sie jung waren. Ja. Und der Vater hat dann die Geburtstagstorte mit der Kettensäge gesägt. Naja, war ein bisschen härter, oder? Ja, weil irgendwer ein blödes Kommentar abgelassen hat. Dann hat er die Kettensäge geholt und die Torte halt damit geschnitten. Auch nicht schlecht. Ist jetzt ein bisschen unkonventionell, aber könnte ich gehen. Ich meine, von der Torte war wahrscheinlich dann nicht mehr viel übrig. Ja, die Kettensäge war auch ordentlich eingesaut. Ja, die kannst du ja halbwegs abwaschen. Aber... Und dem Baum wird es egal sein, ob du Kuchen drauf hast. Ja, naja, aber ich weiß nicht, ob das so gut für die ganzen anderen Sachen ist, wenn da Zucker und so dran kommt. Aber also das Öl Metall in der Torte ist halt auch nichts. Nee, schmeckt jetzt auch nicht so unbedingt. Da hast du recht. Und bei 90%. Nein, guck mal, ob du noch irgendwo ein Viertel Gras abgeschnitten kriegst. Also hier liegt hier noch ein bisschen Gras. Ja, Notfall vor dem Haus. Ah. Vorm Haus. Oder beim Hund. Ja. Weil das vorm Haus sieht nicht unbedingt aus wie schneidbares Gras. Das ist aber teilweise. Ja. Weil wir dort Terra geformt haben und extrapoliert haben. Du kannst nur platzierbares Gras texturieren. Ah ja, okay. Ich finde dieses nicht schneidbare wachsende Gras so. Schaut halt irrsinnig hässlich aus, wenn man gemäht. Du Rook? Du bist Rook. Rook muss auch geritten werden. 94%? Hm. Ja, brauchst noch ein paar Prozentchen brauchst du noch. Von 90%. Naja, gut, nee. Ja, also da werde ich den schon wieder rumtreiben. Na, ich habe eine Woche Urlaub genommen. Schön. Ja, und ja, wenn ich dann aus dem Urlaub zurückkomme. Ein neues Technikwunderwerk mit wieder? Eigentlich nicht. Hier liegt noch Gras. Hier hinten. Am Feldrand hoch. Abgemähtes Gras. Ganz hinten. Essen? Da liegt hier liegt nur eine kleine Spur. Ist nicht viel, aber es liegt noch was. Ja, ich habe hier vorne auch noch ein. Ja. Also wenn du da unbedingt so ein Prozent brauchst oder so, der könnte hier rumliegen. Was wollte ich sagen? Weiß ich nicht mehr. Mein Vater hat jetzt zum Geburtstag. Achso, Technikwunderwerk, genau. Eine Fahrrad-Handy-Halterung bekommen. Ja, nee, das brauchen sie nicht. Weil er hat ein E-Bike. Ja. Waren ja immer campen. Ich glaube, ich will meinem Vater ein Schraubensortiment schenken. Ist meine Mutter nämlich auch glücklich, weil man muss auch nicht so oft fahren, Schrauben kaufen. Jetzt so ein paar Spacks oder so kaufen in jeder Länge und Form. Mein Nachbar vertreibt Schrauben. Also im Großhandel. Ja? Da kriegst du das dann wirklich in Massen. Ja, nee, so eine 500er Dose halt, ne? Oder so, oder 100er Dose, keine Ahnung. Eine 140er Schrauben, 150er, 160er Schrauben ist schon wieder
Da hast du, ich glaube, da kann man erstmal eine ganze Weile mit Schrauben so spackst dann halt, ne? Mhm. Also, ich weiß 99%. Nicht, also, hast du das hinten schon aufgesammelt mit? Nein, noch nicht. Ich habe hier vorne noch einen kleinen Fleck. Ja. Das könnte doch klappen. Könnte ja klappen. Den ich in der Nacht übersehen hatte. Sowas. 100. Oh, sehr schön. So, irgendwo liegt sicher noch ein Ballen rum. Oh. Ah ja. Am Feld liegen jetzt zwei. Ja. Dann können wir mal Ballen durchzielen und wir wissen, dass wir pro Ballen knapp $600 machen, ne? Das ist nicht schlecht. Beim aktuellen Preis. Nee, beim Höchstpreis. Achso, beim Höchst. Ja. Der Höchstpreis ist ja in der nächsten, nächsten Jahreszeit und dann sind die ja dann auch reif alle. Also nächste Jahreszeit abends um 16 Uhr können wir die dann alle abliefern, oder beziehungsweise um 17 Uhr, wenn die dann alle durchgegart sind. Ja, ich lasse die Maschine leer. Letzten Fusseln sammle ich jetzt nicht auf. Ja, ja. So, dann gehe ich jetzt noch Mauern platzieren. Ah ja. Fischer kann den normalen Hänger nicht ziehen. Nur der eine Hänger steht an der Spur zu weiten. Zurückgefühlt. Welcher Hänger? Der HW80 Hänger, den kann der Mähdrescher ziehen. Okay, ja, ich fahre jetzt mit dem Traktor rüber. Weil der Mähdrescher hat einen Zugmaul dran. Ja, aber das ist so weit unten. Macht ja nichts. Die Deichsel kann man ja nach unten biegen. Nein, ich meine, ob es von der Länge her geht, von der Deichsel. Oh, könnte glatt werden, aber... Wir könnten ja auch eine kleine Maschinenhalle da hinstellen, ne? Ja. Aber muss nicht. Machen Dings. Mach erst noch eine Mauer. Maschinenhalle kommt später, wenn wir das Geld dafür haben. Genau. Also die nächste größere Investition ist wirklich der Acker, glaube ich. Denn jetzt sollten wir dann wirklich erstmal auf Geld gehen, dass wir dann Geld machen. Wir haben ja genug Materialien auch im Lager, wo wir mit Geld machen können. Wir haben die auch die ganze Silage hier, machen wir Geld mit. Und das nicht wenig. Das sollte uns auf jeden Fall noch ein bisschen was bringen, wo wir dann ein bisschen Kredit zurückzahlen können. Viel Fahrerei wird's, aber mein Gott. Ah, Mauer ist nicht perfekt. Anschluss. Was hast du denn da gemacht? Wieso hast du die jetzt da hinten reingebaut? Das sind zwei große. Ja, aber warum machst du zwei große dahin? Da machst du eine große und eine halblange. Weil ich hatte Angst, wenn ich die halblange, die dann auf einer anderen Höhe ist. Ach, das sieht ja jetzt nicht so schön aus hier. Jetzt den Parkplatz natürlich verlängern, nehme ich an, ne? Ja, du kannst auch den Parkplatz verlängern. Du machst den Parkplatz einfach so lang, wie die Mauer ist. Gleich das Terrain noch ein bisschen an und dann... So. Mauer ist aber jetzt noch da, oder? Mauer ist da, die hast du jetzt auch gekauft. Also die wurde gerade eben auch erst abgezogen vom Konto. Aber es ist für mich, finde ich, nicht ganz... Mich stört dieser kleine Spalt dazwischen. Ich werde wahnsinnig. Ja, tut mir leid. Weißt du, wie viel Geld das immer kostet? Aber ich kann sie eh nicht... Ah, ich muss sie anklicken, um sie zu verkaufen. Ja. Und? Aber kriegst ja weniger Geld wieder. Ja. Sorry. Machst du jetzt noch gleich eine Mediumband oder? Mal die Hälfte an Geld kriegst du bloß noch wieder. Eieieiei, so wird unser Geld hier rausgeworfen. Und nicht mal ein Silageball. Ja, aber trotzdem. Naja. Ich habe auch schon Fehlentscheidungen getroffen und viel Geld ausgegeben für die falschen Objekte. Das heißt, ich mir auch gegönnt. Oh, ich habe heute ein bisschen
Brustmuskeltraining gemacht, so mit Hanteln, ne? Ich bin so ein bisschen flügellahm. Man kann. Ich muss gleich telefonieren. Ah. Hat die Aber die Folge Rast. ist ja auch gleich zu Ende. Hat die Raste platziert. Ja, besser. Viel besser. Oh ja, voll, passt auch von der Länge wunderschön. Super. Man, Für mich. es ist nicht perfekt, aber das geht mit diesem Editor. Also. Da kann ich nichts dafür, dass das nicht besser geht. Ich würde sagen, das sieht sehr gut aus, was du da gemacht hast. Hab doch Baumeister abgekoppelt gehabt. Chaos. Baumeister Chaos. War wieder sehr erfolgreich. Ja. Ich hole den letzten Ball jetzt noch an hier. Und dann modden wir ab. Möchtest du mal? Nein. Okay. Und das war eine Folge LS Upala. LS19 hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Wir haben unsere Silageballen, Produktionsernten, Geschichte jetzt zu Ende gebracht. Wir haben jede Menge Ballen. Jeder Ballen ist knapp $600 wert. Morgen um 17 Uhr, wenn wir sie verkaufen können, oder ab 17 Uhr werden wir sie verkaufen können. Oder wir müssen immer mal einzeln raussuchen, welche schon Silage sind. Dann können wir auch so zwischendurch schon mal verkaufen. Ich weiß nur nicht, in welcher Reihenfolge ich die hier abgeparkt habe. Und deswegen könnte das ein bisschen kritisch werden, dass wir dann immer den richtigen Ballen erwischen. Aber das wird sich dann zeigen. So, dann kann ich das Ding jetzt hier auch zusammenklappen. Ziehe ich das hier mal an den Ballen dran vorbei. Ja, geht. Wunderbar. Bei uns war es Chaos. Mauer hat er gesetzt. Wir haben jetzt hier hinten eine wunderschön stehende Mauer an unserem kleinen Parkplatz, damit wir die Geräte nicht runterschubsen. Wir haben Und einen der Rest. sauberen Mäh, ein sauberes Mähwerk. Ein sauberes Mähwerk haben wir auch schon wieder. Gleich haben wir wahrscheinlich auch noch einen sauberen Ballensammelwagen hier. Tauber. Was soll man dazu noch sagen? Als auf Wiedersehen. Tschüss.